Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Solmsbachbahn und ihre Gruben. Heute sind wir, wie ihr seht, an der Oberndorfer Hütte. Ganz in der Nähe der Solmsbachbahn. Da oben ist zum Beispiel ihr Damm. Und weiter da hinten sehen wir den alten Bahnhof Solms-Braunfels. Und hier, das ist das Gelände der ehemaligen Oberndorfer Hütte. Hier oben sieht man auch. Ja, und hier wurde schon im 17. Jahrhundert Eisenerz verhüttet. Und zusätzlich zu der Hütte hier ist da oben auch in den Bergen der Ferdinandstollen. Und den werden wir heute suchen. So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Habe ich ja vorhin schon gesagt, als ich da oben diese Ecke gefilmt habe. Aber jetzt laufen wir los, während wir nach dem Ferdinandstollen suchen. Genau, nach dem Ferdinandstollen suchen. Und ja, genau deswegen haben wir auch das Bier dabei und werden jetzt natürlich auch einen Schluck davon trinken. Prost! Yeah! Scholz! So Leute, hier unten, das war jetzt hier, wir sind jetzt schön hochgelaufen. Die Oberndorfer Hütte. Und jetzt geht's hier hoch in den Wald, in das Waldgebiet herein, hinein und suchen nach dem Ferdinandstollen. Wir kennen den Weg ehrlich gesagt gar nicht. Also vor Ort waren wir noch nicht. Natürlich haben wir auf Google Earth und so weiter mal geguckt. Aber ihr seht ja selbst. Naja, was soll's, darauf noch einen Schluck Bier trinken. Ay, geilo. Ja, scheiße. Keine 3 Meter gelaufen und guckt euch das hier an. Erstens, das Dickicht wird als dicker. Und dann haben die direkt hier noch einen Zaun hingepflanzt. Leckt mich bald am Arsch. Darauf trinke ich noch einen Schluck Bier, voilà. Yeah. Gut, gehen wir wieder zurück. Nögt. Oh, Leute, hier guck mal, 20 Meter weiter oberhalb jetzt, sieht das hier doch schon stark nach der ersten Pinge aus. Naja. Hier hinten diese Grubenanlage, die existierte ja schon im 17. Jahrhundert. Und das ist hier der Ferdinandstollen und die Grube Ferdinand ist der älteste von allen hier im Solmser Gebiet. Deswegen, das ist schon interessant hier. Auf jeden Fall, das stimmt. Puh, und? Filthy. Gut, Leute, weiter geht's. So, Leute, und hier direkt wieder das erste eisenhaltige Gestein hier. Also, hier geht's rund. Scholz. Ja, Leute, hier haben wir auf jeden Fall jetzt was Seltsames gefunden. Mein Kamerad Sergej meint sogar, das könnte hier der Stolleneingang sein. Hier auf jeden Fall mit fließendem Wasser und einem Drainagerohr. Von der Form her definitiv, aber das sieht mir einfach
Das müsste ja noch tiefer sein dann eigentlich. Oder was meint ihr? Also darauf muss ich erstmal einen Schluck Bier trinken. Gut, war ein kleiner Schluck, weil die Flasche wieder fast leer ist. Da kommt auch ordentlich Wasser raus. Naja, was halt noch dafür spricht, ist, dass das hier auch aussieht wie eine massive Einbruchstelle. So wie wir es vom Gutglückstollen kennen. Dass das hier auch der Reihe nach eingebrochen ist. Oh, hier ist auch ein Kanaldeckel, voila! Also ich bin dafür, dass wir vorne noch mal ein bisschen weiter forschen. Aber es könnte wirklich sein. Es könnte wirklich sein. Gut, Leute. Ich guck mal hier hinten. Weil auch die Bruchsteinaußenwände fehlen da unten irgendwie. Das ist wirklich krass, Leute. Derb. So, Leute, vorhin hier oben ist gerade das Teil, wo wir denken, es könne eventuell der Ferdinandstollen sein. Aber es ist dann doch irgendwie total, also das steht nicht, ich kann das kaum glauben, um ehrlich zu sein. Deswegen trinke ich jetzt noch mal einen Schluck Bier. Auf jeden Fall sagt mein Kamerad, dass wir jetzt mal hier lang gehen sollen zum Forschen im Hang da unten. Na, hier sieht aus wie eine kleine Abraumhalde. Eine sehr kleine. Und ja, vielleicht gibt es da unten jetzt noch was zu entdecken. Oh, hier hat sich schon ein kleiner Bach reingefressen. Ach, das ist von der Grube. Das ist von der Grube, das Wasser. Das hat sich ja schon ganz schön hier reingefressen. Derb. Ja, der Böhmi direkt wieder seinen alten Gartenplastikstuhl hingelegt. Und seine Plastikfolie hat er auch noch hingelegt. Und dann hat der Böhmi da auch noch was hingelegt, da weiß ich auch nicht genau, was ist. Daher hat er sich eine Brücke gebaut anscheinend, der Bastard. So ein Hurensohn, hier hat er sich eine Brücke gebaut. Das gibt's doch gar nicht. Gut, Jungs, hier, ich trinke noch mal einen Schluck Bier. Yeah. Scholz. Gut, Leute, dann bis gleich. Also, Leute, wie ihr es sehen könnt, ist das hier direkt eine riesige Abraumhalde. Vom Ferdinandstollen. Da gehe ich jetzt hoch. Bis gleich. So, Leute, absolut filthy. Ich bin jetzt hier oben auf der Abraumhalde drauf. Und das ist wirklich faszinierend. Da hinten müsste der Ferdinandstollen sein. Und hier ist die riesige Abraumhalde. Und hier unten war früher die Eisenerzhütte.
Gut, Leute. Dann jetzt mal einen Weg hier rausfinden. Das wird fürthy. Ja, von hier aus sehe ich erstmal hier, dass hier wieder schwer Wildschweine gewühlt haben. Und hier, ja, ich komme. Und hier kann man nochmal schön die Abraumhalde von hier der Seite sehen. Derb. Es ist wirklich derb. Und hier vorne ist die Abraumhalde noch richtig schön unbewachsen. Geil. Ja. Und hier kracht die Abraumhalde schon so langsam ein. Ja, das ist wirklich derb. Gut. Also denke ich mal, das wird dann der Ferdinandstollen gewesen sein. Wir haben seine Abraumhalde hier gefunden. Und ja, dann würde ich sagen, das war's dann. War's dann erstmal. Zumindest über den Ferdinandstollen. Ja, Leute, jetzt seht euch mal hier diesen massiven Eisenfelsbrocken an. Mit Quarzit-Einlagerung noch drin, seht ihr das schön? Ist natürlich von sehr schlechter Qualität, dieser Eisenstein. Aber trotzdem so ein riesen Brocken, gell? Ja. So, komm, pumpen wir erstmal unser Schluck Bier aus. Ja. Eben. So, Leute, und ihr wisst ja, was wir immer machen, nachdem wir so ein Bier ausgetrunken haben. Ich denke, ihr wisst es schon, ich sag's euch aber trotzdem. Immer wenn wir ein Bier ausgetrunken haben, reißen wir uns noch einen auf. So, Leute, hier sind noch mal weitere Ausläufer dieser riesengroßen Abraumhalde, wo ich eben drauf gestanden habe von der Grube. Jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ferdinand. Genau, vom Ferdinandstollen. Also wie ihr seht, die ist wirklich richtig massiv hier. Ja, und wie so oft ist auch in der Nähe der Abraumhalde natürlich wieder ein Markierungsstein aus Basalt. Und auch hier haben wir wieder einen gefunden. Übrigens sind wir mittlerweile auf das Bier umgestiegen. Ah, hier die neue Sorte aus Bayern. Die schmeckt nämlich noch besser. Ja, und hier nochmal ein letzter Blick auf den Basalt. Grenzmarkierungsstein und hier neben noch mal ein schönes Exemplar von Eisenerz. Wie schön grau und armilliert das ist, oder wie man dazu sagt. Und das Gewicht ist auch ganz schön. Ja. Also da gibt es wirklich kaum was zu meckern diesmal. Hier ist noch einer. Oh, der ist ja richtig massiv hier. Ach, der wiegt mindestens Kilo. Oh, heftig. Ja, das ist natürlich derb. Guck mal da vorne, da ist ja weitere Grenzsteine. Oh ja, ich sehe. Derb, Leute. Also auf den Schock muss ich euch erstmal zeigen hier das Bier mit dem Mönch Hieronymus drauf. Ihr wisst ja, Mönch Hieronymus ist der die Bibel gefälscht hat im Auftrag vom Papst, vom Kaiser Justinian. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Oh. So, Leute. Wir sind jetzt hier direkt nochmal an dieser Stelle, wo es aussieht, als wäre der Ferdinandstollen gewaltig eingebrochen. Und hier vor allem dieser Kanaldeckel. Der beherbergt bestimmt den einen oder anderen Hinweis.
Naja, wenn ich das so von hier oben mir angucke. Könnte sein, hier oben haben sie es mit Betonplatten abgedeckt gehabt, die haben sie zum Einsturz gebracht oder so. Weil ansonsten geht das, der Hang ist einfach nicht groß genug. Nicht steil genug. Gut Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal da hochgehen, um zu gucken, ob wir weitere Hinweise noch finden können. Ja, alles klar Leute. Da hinten. So Leute, hier ist nochmal das gute Bier von oben. Und jetzt gucken wir mal rein in diesen Kanal. Ja, da ist das Ding, das Rohr, was da hinten dann rauskommt. Ja. Stark. Darf noch mal einen Schluck Bier trinken. Nöckt. Prost. Prost. So Leute, da unten ist jetzt der Stollen gewesen und jetzt seht euch hier die massiven Einbrüche an. Hier ist eigentlich schon der erste direkt. Okay, ihr seht euch das an, da hinten ist der Stollen und hier massive Einbrüche. Es gibt auch direkt eine Linie hier. Scholz. Also ist das definitiv der Stollen, Ferdinand. Gut, Leute. Dann wollen wir mal weiter forschen.